Tanja, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid in die zweite Runde bei der Europameisterschaft eingezogen. Erzähl mal, neue Partnerin, die erste große Turnier zusammen. Wie ist es? Und dann vor allem schon Publikum. Ja, ich denke, es ist immer ein Vorteil, wenn du zu Hause spielen darfst. Man hat es auch jetzt wieder gemerkt, dass wir ein bisschen gezittert haben im zweiten Satz, als es wieder eng wurde. Merkt man halt schon, wenn man das Publikum in den Rücken hat, dann fällt es einfacher, nochmal zurückzukommen. Und wie ist es generell bei den Wetterverhältnissen? Ist ja der Wind, kommt der rein in Center Court oder? Ja, natürlich spielen wir alle lieber bei Sonne und Sonnenschein, aber ja, schlussendlich sind die Bedingungen für alle dieselben und es windet ja, wir wechseln die Seiten, es ist für alle dasselbe und ja, man versucht das Beste daraus zu machen und die Spiele zu gewinnen. Letzte Frage, ihr spielt jetzt gegen Ludwig Walkenhorst, die Titelverteidigerin, aber es ist ja schöner, gegen Favoriten zu spielen, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen und alles gewinnen, ne? Ja, ich würde mal sagen, Vollgas drauf, wir haben nichts zu verlieren, es erwartet niemand, dass wir gewinnt und ich glaube, solche Spiele liegen mir. Ja, wir haben das Publikum sicher im Rücken, ich freue mich auf ein weiteres Spiel hier. Viel Erfolg dabei, alles Gute.